Ja, so ist es. Abgeknutscht am frühen Morgen. Von meiner Tochter. So, liebe Leute, guten Morgen. Ich sage mal so, heute ist hier in dieser Wohnung Aufräumtag. Es ist ja keine große Wohnung, es ist ja quasi unser Büro. Es war mal eine Einraumwohnung. Das haben wir ja umgebaut, das habt ihr ja gesehen vielleicht. Umbau und Einzug ins neue Büro. Aber es ist voll. Wahnsinnig voll. Ich habe ja immer alles nur reingeschmissen, einfach dann irgendwann. Ja, was heißt denn irgendwann? Also jetzt die letzten 2 Monate oder den letzten Monat. Und jetzt muss ich alles mal wieder sortieren, wegsortieren. Es kriegt alles seinen Platz. Und ich mache jetzt zum ersten Mal den Kamin an, weil es ist echt kühl hier drin. Wir haben hier in der Wohnung nichts zum Heizen, außer den Kamin. Und den mache ich jetzt zum ersten Mal an. Wird bestimmt innerhalb kürzester Zeit ganz warm. Dann gast er auch noch so ein bisschen aus. Jetzt sind wir das Olle daran. Aber ich freue mich drauf. Bedienungsanleitung und so ein schöner Handschuh. Ich glaube, den brauchen wir nicht. Aber wir heben das mal auf. Wir legen gleich unten rein. Bin ich gespannt. Das erste Mal, dass der Kamin an ist. Ich will jetzt auch mal da oben hin. So, jetzt muss ich aufräumen. Ah, ist das schlimm. Ich hasse es. Ich hasse es.
Fertig. So, nachdem ich jetzt 2 Stunden lang hier aufgeräumt habe und alles ein bisschen sortiert habe, es ist nicht fertig, es ist nicht perfekt, aber wir sind erstmal soweit, würde ich mal sagen, ich mache ein Video. Und zwar von dem, was ich jetzt gekauft habe. Also ich muss mal eins sagen. Mit dem Kamin hier drin ist es wirklich richtig gemütlich. Gefällt mir sehr. Ja, ich habe gekauft. Zwei Bilderrahmen. Und das schaue ich mir jetzt auch näher an. Was den Inhalt betrifft. Natürlich nur des Inhalts wegen den gekauft. Ah, ich sehe, es wird geprägt. Muss man schauen, ob das eine Sonderedition ist. Es sind nämlich verschiedene Etiketten für Weine. Mouton Rothschild. Ja. 91 und 89. 100% eine Sonderedition auf alle Fälle. Keine Ahnung, ob es was wert ist. Und 91. Passt auf alle Fälle zu meinen Weinen, die ich hier habe. Ich habe ja 2 Stück. Schau, ich habe gedacht, das ist vielleicht was. Was Originales, sogar, dass da einer ein Originales Etikett hintergemacht hat. Das wäre natürlich viel geiler. Ist es leider nicht. Ist nur in Anführungsstrichen nur ein Druck, aber es scheint was Offizielles zu sein, weil es ja geprägt ist. Also ein Prägedruck. Das Siegel ist geprägt, das Chateau Mouton Rothschild ist geprägt. Und wenn man weiß, dass das ein derart geschützter Name ist, dass da darf nicht jeder einfach irgendwas sowas drucken. Also wenn, dann wird das was Offizielles sein. Und wir schauen mal, ob sowas gut gehandelt wird. Also von Weinkennern und Weinliebhabern ist sowas bestimmt begehrt. Ja. Ich habe jetzt bezahlt Stück 5 Euro. Also das ist sowieso so oder so, ist das gut. Wir gucken weiter. Mache ja viel mit Kunst, ne? Dreimal Keith Haring. So, Keith Haring. Wer kennt ihn nicht? Das muss ich auch aufmachen und gucken, was es ist. Das ist ein Druck auf alle Fälle, das ist der 91. Im schweren Galerierahmen von Nielsen. 3 Stück davon. Silkscreen. Keith Haring auf Seide. Ist auf alle Fälle ein originaler Druck, ist was Geiles. Genial. Genial. Ohne jegliche Macke. Darf man natürlich nicht auffassen. Ja, Mensch, davon habe ich 3 Stück. Genial. Das ist cool.
stehe ich wieder so da und weiß nicht, ob ich es selber behalten soll. Dann kriegen sie sowas nochmal. Hab ich bisher noch nicht gehabt. Zack. Auf alle Fälle genial. Also, und vor allem für den Preis. Bezahlt habe ich für 3 Stück. Ich zeige euch die anderen gleich auch noch. Für 3 Stück 30 Euro. Hier ist die Beschreibung. 30 Euro. Na, hätte ich noch nicht an der Wende, würde ich es behalten. Aber vielleicht habt ihr ja mal einen Hintergrund geschaut in meiner Wohnung, wie das aussieht. Hier habe ich noch nicht an der Wende. Aber hier passt modern überhaupt nicht. Obwohl so als Kontrast. Das ist Nummer 1. Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. So sieht's aus. Auf alle Fälle ist das meine Ausbeute von gestern tatsächlich. Jetzt heute nochmal Feuerholz drin und dann geht mal gucken, was ich heute so ergattern kann. Ob ich irgendwas finde, ob ich irgendwas sehe und werde erstmal einen Kaffee trinken gehen, Tee trinken gehen. Gucken wir mal. Wir schauen. Also ich melde mich gleich nochmal. Ja, das habe ich auch noch arrangiert hier so ein bisschen. Ja, jetzt ist auch das Fenster wieder zu, weil ich kann ich natürlich nicht offen lassen, wenn ich hier weg bin. Ja. Das sind auch sehr schöne Tässchen. Die sind so um 1890 bis 1907, 1910 maximal. Also in diesen 20 Jahren. Ja, und die zwei Rothschild. Rothschild-Schildchen. 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 Passend zu diesem Wein hier. Ja, ja, den. Und mein Champagner. Baron Philippe de Rothschild. Ja. 61er. Dazu. Ja, jetzt gehe ich erstmal raus. Jetzt werde ich erstmal ein bisschen umschauen und gucken, was die Welt so für mich zu bieten hat. Ja, dann ist es auch halt da. Jetzt da, vermummt, wie immer. So, ich muss kochen heute wieder, weil Suppe ist alle. Jetzt wird neue Suppe gemacht. Ich habe ja wieder Möhren geschält hier. Und ja, jetzt kommen noch Kartoffeln dran, dann kommt noch Schinken dran, also Speck, ne? Dann kommen Würstchen rein, hat sich Anouk gewünscht und Skadi isst die auch gerne. Und dann Paprika noch. Ja. Oh, das mache ich jetzt. Könnt ihr gerne bei zugucken. Beim Schnippeln. Das meiste Schnippeln. Zwiebeln natürlich auch, ne? Ja, so ist das halt. Schnippeli, schnippeli. Früher hatte man daraus auch noch irgendwas gemacht. Aus den Schalen, aus den Abfällen.
So. Fertig ist es. Klein. Schön klein. Meine Tochter das mag. Ordentliche Würfel Speck. Noch schön klein. Heute alles schön. Dann hau ich noch ein paar Würstchen rein. Vier Stück. Ein paar Würstchen rein. So muss das sein. Hau noch ein paar Würstchen rein. Fantastisch. So ist das lecker. Der ganze Knudel mal durch. Vier. Ich habe jetzt die Paprika und Möhren und Zwiebeln und Speck, alles hier drin. So sieht das aus. Jetzt kocht das. Erstmal so, eine Stunde ungefähr, und dann mache ich die Kartoffeln rein. In der Zeit schäle ich die Kartoffeln. Das muss ja auch noch gemacht werden. Das war's mit Schnippeln. Kommt noch ein bisschen Wasser rein. Das ist ein bisschen wenig. Bisschen Salz. Fertig. Und kochen. Eine Stunde machen wir jetzt mal. Kochen wir das. Dann ist es durch. Definitiv. Perfekt. Oh, schmeckt die gut. Mann, Mann. Nochmal gut Hunger oder nicht? Guten Hunger? Normal erstmal. Ich auch nochmal.
Und gut? Ja. Ohne Brühe. Suppe und das ist mit Kartoffeln, mit Schinken, mit Würstchen und Karotte und Paprika. Salz und Pfeffer. Und Salz und Pfeffer. Wasser. Wasser. Zwiebeln. Und Zwiebeln. Fertig. Fertig. Tschüss. 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 Keine Ahnung, was das bedeutet. Silk, wird geschrieben Silk, Silkscreen. Mhm. Wenn du den Ofen Feuer jetzt hast, hast du nur noch ein paar Kohlen drin. Das macht den Raum schön warm. Ja. Das ist richtig gemütlich hier. Finde ich. Find's auch.